Dinosaurier sind das, was Ark unter allen anderen Survival-Spielen so einzigartig macht. Doch was, wenn wir sie einfach austauschen? Mit Zombies vielleicht? Wir machen uns einfach unser eigenes The Day Before. Ja, genau. Wie wäre Ark eigentlich, wenn es ein First-Person-Zombie-Survival-Game wäre? Schau dir das Video bis zum Ende und finde es heraus. Denn dich erwarten jetzt 10 Stunden Videomaterial von einem Ark, was du bisher noch nie gesehen hast. Ich erblickte das Licht der Sonne, doch dieses Mal nicht am Strand, sondern mitten in der Luft mit einem Fallschirm. Oh, wir droppen instant in die City. Und mit City ist tatsächlich eine Stadt gemeint, denn Ark ist kaum wiederzuerkennen. Es gibt jedenfalls haufenweise Zombies und ich sollte vielleicht ein bisschen auf Leben gehen. Hier ist ein Zombie. Goddammit. Ach ja, und ich werde nur in der First Person spielen. Das ist laut und Zombies werden von Geräuschen angezogen. Eine Flare Gun wird, glaube ich, ziemlich wichtig für den Anfang. Weapons Fabricator. Oh boy. Warte, wie komme ich jetzt eigentlich hier weg? Wo ist der Ausgang von der City? Ja, es war ziemlich cool dort. Doch für den Fall, dass was passieren sollte, wollte ich wissen, wie ich es dort rausschaffe. Ich habe Büsche. Alles mitnehmen, was sich lohnt. Und hier sind wir in einem anderen Bereich der City. Das hier sind die Slums, Alter. Das hier sind richtig die Slums. Oh, hier sind die Häuser ja eingerichtet. Da komme ich definitiv nicht durch. Das ist ja cool. Okay, ich kann mir einen Bogen machen. Ich brauche unbedingt Flint. Aber ich weiß nicht, wo der Ausgang hier ist. My nephew left an hour ago to get some food. If you see him, give him a good warning for me, eh? Was? Der redet mit mir. Follow your dreams. Cancelled. Okay, ja, ich weiß, das sieht aus wie ein riesen Casino. Ich verstehe es nicht. That's it. What? Einfach Froschgift rein. Nein, lass mich durch. Public Transport oder sowas. Da kommt sogar Musik raus, what the fuck. Doch, hier, komm, Ausweg. Ich fand also den Weg in die Wildnis. Jedoch ist das nicht unbedingt sicherer gewesen. Es gibt nicht nur Zombies. Ich spawnte also wieder in der Luft. Jedoch dieses Mal außerhalb der Stadt, wodurch ich besser an Ressourcen kommen konnte. Und let's see. Yes. Oh, wo kommt ein Zombie jetzt auf einmal her? Nein. Oh mein Gott, immerhin habe ich den jetzt. Man kriegt Zombiefleisch aus den Dinos. Ich werde doch kein Zombiefleisch essen. Wir könnten uns auch erstmal einfach Grapples erfarmen. Bra, ich werde doch kein Zombiefleisch essen. Guck, Meat. Oh mein Gott, wenn ich es koche, wird's gut. Oh mein... Ich habe mich geblendet, ich habe mich geblendet. Die kommen wirklich aus allen Ecken immer. Oh nein, das ist so einer. Ich kenne die. Die kriegt man nicht. Kaum tot, Alter. Oh, eine Granate. Oh mein Gott, das ist strong. Oh mein Gott, das sind so viele. Sie kommen alle aus den Büschen. Oh, was ist das denn? Da unten gibt es auf jeden Fall Leben. Bitte sei worth it gewesen. Mit dem gerade gefundenen Fernglas sah ich in der Stadt eine Art Raumschiff, mit dem ich diese Insel vielleicht evakuieren konnte. Allerdings war ich von der Schönheit, die Ark manchmal haben kann, so abgelenkt, dass ich das Schiff verpasste. Also beschloss ich, die Stadt natürlich etwas zu erkunden. Baute dort sogar ein kleines Lager auf, um mich auszurüsten, denn ich wollte mich mit den großen Mutanten-Zombie, den ihr da hinten irgendwo sehen könnt, messen. Keine gute Idee. Oder doch? Komm schon. Oh my gosh. Nach den Kämpfemessen bewunderte ich erneut, wie cool eigentlich alles wirklich hier aussah. Und auch wieder erneut verpasste ich das Evakuierungsschiff. Oh, da vorne ist was gelandet. Wartet auf mich, wartet auf mich. Nein, Bro, ihr könnt mich nicht einfach so zurücklassen. Das war das letzte Schiff heute. Die Sonne geht unter. Ey, Dunkin' Donuts, Alter. Sobald die Sonne weg war, wurde es extrem dunkel. Ich versuchte mich mit Hilfe von einer Flare Gun zu orientieren, jedoch hatte ich mich bis dahin schon längst verlaufen. Wo habe ich mein Lager aufgestellt? Oh nein, 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 hier sind Zombies. Oh mein Gott, hier sind viele Zombies. Wo kommen die auf einmal her? Oh mein Gott. Ein Juggernaut. Oh mein Gott.
Oh, my boy! Ich höre einen Flieger. Was ich hörte, war kein Evakuierungsschiff. Aber dafür ein Airdrop. Hier ist doch irgendwo ein Drop gelandet. Ich habe keine Keycard. Brick Luck. Oh mein Gott, die spawnen noch direkt vor einem. Ich tötete also eine Menge Zombies, nur um an diese Kiste zu kommen. Aber wie man mich kennt, bin ich einfach ein Pechvogel. Nein, oh mein Gott, Alter. Die Kiste ist kaputt gegangen. Das ist echt nicht cool. Oh mein Gott. Ich werd abgeholt. Schnell. Es tauchte ein Evakuierungsschiff auf, was ich unbedingt als Taxi hier wegnehmen wollte. Allerdings war ich nicht der einzige Passagier, der das wollte. Oh mein Gott, nicht so einer. Es ist zu dunkel. Nein. Er hat mich da einfach runtergeschmissen. Ich bin wieder hier unten. Jetzt kommt meine Rache, ihr kleinen Kakerlaken. Arrivederci. Ich hasse diesen Zombie hier. Was hatte er? Er hatte eine Pumpgun. Oh yeah. Und dann, als die Sonne wieder aufging, erschien ein weiteres Evakuierungsschiff. Oh mein Gott, jetzt aber. Ich werde wieder abgeholt. Hau ab, bevor sie kommen. Yes. Endlich konnte ich evakuieren und war in Sicherheit. Allerdings war ich überhaupt gar nicht zufrieden. Es sollten eigentlich überhaupt gar keine Dinos da sein. Und außerdem will ich eine vernünftige Multiplayer-Erfahrung machen. Also lud ich 3 weitere Personen ein, um mit mir zu spielen. Da diese Map hier jedoch nur im Singleplayer funktioniert, haben wir einfach eine andere genommen. Seid aber gewarnt, denn von den 3 Mitspielern sind 2 davon Arc-Neulinge, die das Spiel kaum gespielt haben. Und der andere ist halt die Doku. Der ganze Spaß wird also zum totalen Chaos. Also stellt euch einfach vor, das hier ab jetzt wäre der 3. Teil von Zombieland. Mickey? Ja? Nimmst du schon auf? Ja. Ich bin dein liebster Fan. Ich habe jetzt schon das Video geliked. Und an eurer Stelle werde ich es auch tun. Oh lol. Hey, ich habe den gerade umgebracht. Der ist richtig mies. Den kannst du nicht sofort so töten. Lass dich nicht so oft dingsen, weil sonst hast du die Plage. Sind hier irgendwo Steine? Hat wer Steine? Mm-mm. Ich gehe runter zu Beach und sammle da ein paar Steine und alles. Ich bin jetzt unten an der... Ja, ich bin auch am Strand. Und ab hier bin ich dankbar, dass M mir seine Sicht zugeschickt hat. Was schreit hier gerade auf einmal? Was ist das? Oh, oh mein Gott! Wie viele Deaths hat Elmo mittlerweile? Warum Anon das fragt? Naja, das war bis jetzt Elmos Gameplay. Du wirst sterben, aber da unten was... Warum? Ey, ich hab einen Zombie gesehen. Das funktioniert bei mir nicht. Hat wer Steine? Ich hatte ein Hinkelbein. Ja. Okay, zurück zur Gegenwart. Aber ich hab schon eine Spitzhacke. Mir ist kalt. Wie wird mir warm? Du musst was anziehen, Feuer vielleicht machen. Ja. Ich mach ein paar Pfeile. Oh mein Gott, wie viele kommen denn hier? Oh mein Gott, es sind so viele. Es werden ja immer mehr. Ich sehe nur deren leuchtenden Augen. Holy fuck. Überall. Bei mir waren es vorhin einfach so Brummer. Ich will aufstehen, da sind komische Geräusche. Oh, du bist unconscious, ja, ich sehe dich. Hat jemand von euch was zu essen? Nein, leider nicht. Bitte, ich sterbe. Ich brauche das zu essen. Oh, was ist das für ein Riesenteil? Ich kann mir nichts craften, weil ich kein Zeug habe. Ist das ekelhaft? Die Viecher, kann ich die Viecher zerstören? Narkobäre kann ich nicht essen, ne? Noch kannst du. Ich versuche gerade das Lock zu breaken. Ah ne, wir müssen 10 töten. Ich fresse jetzt Narkobären, ja? Ich hab nicht. Ja, aber lass sie weg von unserem Zeug. Warum lachst du? Ich bin auch aus. Ich bin auch gerade nicht wirklich da. Oh, ich sehe gar nichts, Alter. Das ist Junge, es ist so dumm. Lava sagt, ich hab mich vergiftet. Mann! Was hast du erwartet, wenn da Narkobären steht? Das ist nahrhafte Kost. Ich dachte vielleicht die. Narko, kochen nahrhaft, Alter. Also ich würde gerne zu euch kommen, damit ich irgendjemanden, der fähig ist zu überleben, die Kugeln geben kann und vielleicht den Schalldämpfer. Weil ich bin's nicht. Ich habe mich gerade hier. Ich traue mir selber nicht mehr. Ich bin abhängig jetzt mittlerweile. Und der Grund dafür ist, dass er sich einfach mit sämtlichen Ingame-Betäubungsmitteln vollgestopft hat. Nicht nur Narkobären, nein, viel schlimmer als das ist der Zombie-Virus. Denn der betäubt deinen kompletten Körper, bis du irgendwann einfach ausblutest und stirbst. Elmo hier war also high as fuck. Ja. Ich gehe kurz den Drop holen. Oh! Junge, die haben dieses Ding zerstört. Oh no.
Nee, die Kiste ist noch hier. Aber ich sehe nichts jetzt, weil der Drop weg ist. Ich sehe nur rote Punkte überall. Ich sehe auch nichts. Kann ich die Pilze hier fressen? Ah, ich habe okay, gar nichts gegessen. Ich schmeiß jetzt rein, Ich sterb, ich sterb. Ich bin alles. Du wurdest getötet von einem Warp. Hä? Was? Oh, nice. Oh mein oh, Gott. Alter. Waren das viele? Ich kann's nicht sehen, Leute. Ich bin in einem schwarzen Bildschirm gefangen. Jetzt wird's hell. Die erste Nacht war vorbei. Doch das war tatsächlich nur der Vorgeschmack. Denn wir waren noch nicht mal in der Stadt, wovon es viel Stück gibt. Und außerdem breitete sich der Zombie-Virus in Elmos Körper extrem schnell aus. Leute, bei mir ist alles verschwommen. Ich bin immer noch high von gestern, glaube ich. Wir müssen schauen, dass die Zombies killen, um Raphael, dass Raphael Medikamente bekommt. Ich habe schon 34%. Ich habe 73. Ich bin genauso schnell wie ein fucking Zombie. Wo bist du? Ich wollte auf der Brücke. Ich wollte mich gerade in den Tod werfen. Niki, ey, Rafa, es hört einfach gar nicht mehr auf mit deinem Heißen. I was clean my room, then I got tired. Ich bin keine Scientist. I was exploring okay, the city, but then I got high. Ich hab ne Derringer und ne reusable. I'm rocking Sterne. Around, because I got high. Because I got home. Da vorne ist eine Kiste, wo ihr ungefähr seid. Ja, ich stehe direkt daneben. Hä, was machst du da? Halt mal gedrückt. Hey, Elmo. Ja. So, und jetzt get ready. Die sind alle um uns herum. Was? Was? Wo? Oh, hier ist ein Riesending. Und Juggernaut. Musst du das Ding... Ist das gut oder schlecht? Nein. Schlecht. Das ist mein Junge, Kiste. Ding wieder doch nie im Leben, Alter. Aus Rex machen. Ah! Oh! Was ist passiert? Oh nein, ich werde sterben. Ich bin knockoutet. Ich bin auch da, Mickey. Ich beschütze dich. Ich beschütze dich nicht. Ich bin vergiftet. Ich bin wieder high. Meine Sucht hat mich wieder zurückgeholt, Mickey. Oh, what? Wo spawn ich denn gerade? Ich werde sterben. Ich werde zum Zombie. Ja. Haben sie nicht. Oh, ich hab eine nice Pistole. Oh, eine Narkobarre. Also ich bin am Strand jetzt. Mach ich überhaupt Schaden? Ich mach nicht mal Headmarker. Aha. Hallo. Hallo, hast du dein Stuff? Oh Leute, die ist einfach ein Rack. Rack. Schaut euch in diesem Clip bitte die zwei Items da an und wer sie hatte. Merkt es euch kurz, ihr werdet gleich sehen, warum. Ich bin einer von euch. Ich versuche einfach nur zu überleben, Jungs. Ich hatte noch Frauen, Kinder, Alter. Lasst mich nicht einfach sterben hier. Die Tok um schneller. Ich brauche die Medikamente ganz dringend. Oh mein Gott, warum halten die so viel aus, ey? Ja, entspann dich. Ich bin leid. Oh, bald ist einfach wieder Nacht. Oh mein Gott, was? Ich habe keine Medikamente, ich sterbe, ich habe keine Kraft, ich muss nur einmal zuhauen und ich bin tot. Die Kiste ist kaputt gegangen. Parasaurus weg. Er ist tot. Meiner noch nicht, Alter. Ich habe einen Catchpole, einen Sniper, einen Rocket Launcher. Oh, der Rocket Launcher ist nice, weil ich habe 20 Rockets. Zombies sind da nicht weggelaufen. Ach nö, die machen mir nichts. Ich bin selber einer. Mein Leben geht extrem schnell runter, obwohl ich nichts tue. Ah, ich sehe dich. Ich sehe dich auch, Miguel. Hast du meine Medizin? Geht deine Dings runter? Nee. Man kann welche craften. Ob die Prozente runtergegangen sind? Nee, ich bin immer noch bei 90. Gib mir einfach die Kugel, Itoku. Und weil ich natürlich so ein toller Kerl bin, craftete ich für Elmo mit den Items, die er vorhin die ganze Zeit auch selber hatte, die Heilung für den Zombie-Virus. Und danach kannst du dir... Oh, ich bin geheilt! Ich bin geheilt! Ja! Ich bin wieder gesund. Ich brauch Hilfe hier. Ich hab nix. Wir haben oben lila Drop. Ich bin schon wieder 3% ja, Plug, Alter. Ich lila Drop rennen. Nimm das hier. Hier. Aber nicht so, dass du uns tötest. Fuck! Oder dich. So, da kommt ein Juggernaut, da kommt ein Juggernaut. Wo ist meine Bitte. Leiche? Oh, der ignoriert das. Aber mich nicht. Oh, das ist, wieso ist das so schnell? Ah. What? Bro! Okay, ich lass dich in Ruhe, ich hab doch nichts geworfen, das war nicht ich! Renn in meine Richtung, Raphael, renn in meine Richtung! Komm, grad hier. Juggernaut ist tot. Oh, Maschinengewehr, Junge, und ich hab ne Yellow Card. Oh, warte, hier vorne ist doch gar eine Kiste. Oh, ich hab ja keine Munition Braucht mehr. Braucht ihr ne Yellow Card, oder? Oh, yeah, I used it! Access Inventory? Ein Compound Bow. Ja, genau. Oh, what? Ich hab zwei Stück davon. Oh mein Gott.
Geht dann nicht in die Nähe. Oh, ich kann Raphael Handschellen droppen. Nö, warum solltest du das auch tun? Hat doch nicht, Mickey. Gut, der Drop. Soll man den öffnen oder aufbrechen? Ist es da bei uns in der Base oder was? Ich glaube, Break Open. Hab ich schon. Ah, nimm mit. Und let's go. Aber lass uns jetzt erstmal hier fighten. So viele? Oh, Junge! Das ist voll weit hierher geflogen, aber hat alles geklappt. Alter, hier wächst einfach ein riesen Pimmel, Mickey. Ich weiß nicht, was du meinst. Guck einfach in meinen Stream. Junge, das ist, sieht nur so aus, weil deine Grafik die absolute Rotze ist. Hide, Metal und Wood. Eine fette. Hey, warum? Mach doch noch hier aus. Nein, das hat das jetzt verbraucht und nicht oh nein. Ich habe gerade alles zusammengefahren, um die Waffe zu craften. Ich habe craften gedrückt, sie macht den Dings aus und die Waffen wurden verbraucht, aber es ist keine Waffe bei rausgekommen, Alter. Das Gute war, es gibt hier verschiedene Wege, um an Waffen zu kommen. Ich verstehe gerade nicht, wie viel die hier aushalten können. Oh mein Gott, jetzt ist er tot. Also wir haben jetzt auf jeden Fall so ein paar Waffen. Wollen wir vielleicht einfach die Cities so ein bisschen abdingsen? Genau, oder? Ich bin bei einer City da oben. Was genau ist eigentlich das Ziel? Am Ende von der City, an der letzten City, gibt es etwas, was man spawnen kann. Um es euch ganz schnell zu erklären, es gibt 4 Städte und an der 4. habe ich etwas Kleines vorbereitet. Einen kleinen Bosskampf, wovon die anderen jedoch bis jetzt überhaupt noch gar nichts wissen. Hast du noch eine Yellow Card oder? Nee, aber wir haben Raketenwerfer. Ich mach das jetzt links, die kommen. Ach nö, ach fickt euch, die hier fickt runter. Euch, fickt euch, fickt euch. Nein, die gehen direkt zu unseren Sachen. Achtung, Fette. Lass ihn dann nicht zur Kiste. Er ist an der Kiste. Nice. Okay. Wir können es aufmachen. Nice, okay. Es wird dunkel, wir sollten Elmo suchen. Ja, es wird wirklich dunkel. Ich bin dann am Hochhaus. Bist du bei der Stadt hier bei uns? Ganz nach unten und dann circa 5 bis 6 cm nach links. Was dann. Ist das bitte schon für eine Erklärung? Willst du jetzt sagen, dass die nicht richtig erklärt war? 5, 6 cm auf der Map. Koordinatenzahlen nicht auf, ja? Nee, ich sehe keine Zahlen. Auf der Map stehen? Nee, hab ich nicht. Are you kidding me? Steht nicht. Hat die Grafik so weit runter, dass da nichts mehr draufsteht. Ich dachte gerade, der will mich verarschen, ich scherz dir. Also ich bin in so einem Gebäude, wo es lila blinkt. Oh, ich hab eine Straße AK. Entlang. Du musst eigentlich immer nur der Straße folgen, Elmo. Leute, ich hab eine AK. Hier sind richtig viele Zombies in unserer Base. Ich hab eine fucking AK. Hier ist noch ein Linksgebäude. Ich weiß nicht, ob Elmo hier ist. Hier blinkt es blau. Warst du, wo es blau geblinkt hat? Nee, Mickey. Und dann lass ich alles wieder hier liegen, ja. Oh mein Gott, Alter. Du bist fast da, Rafa. Ich hab starke Zweifel. Ist das so in der Mitte? Ja, ich seh was Blaues blinken. Ich seh was Blaues blinken. Siehst du hier auf dem Dach? Licht? Auf dem Dach? In einem blauen blinkenden? Nee, gerade nicht. Doch, ich seh dich. Ah, da. Oh, was? Warum sind hier so viele Drops? Chill. Oh, was? Die sind gerade alle despawned. Ah, Elmo, warte. Was denn? Ich hab was für dich. Wo bist denn du? Das für dich und das für dich. Was ist das? Dank für dich. Aha. Mein Überlebensinstinkt ist high on top. Ah, wurde auch schon. Oh mein Gott, die explodieren hier. What the fuck? Warum ist das Ding explodiert? Es war ein normales Viech. Mein Überlebensinstinkt ist high on top. Ey, ich bin benommen. Oh mein Gott, bitte helft mir, oh nein. Verlierst du Leben? Ja, weil die Kraft zu viert, danke. Oh mein Gott, Alter, ich hab einen Stern in den Rücken geschossen bekommen. Den kriegen wir nicht tot. Den werden wir nicht tot kriegen, Elmo. Dann mach dich. Oh mein Gott. Was passiert hier? Dragt mich gerade jemand weg? Ja. Die Doku schleppt dich einfach so weg. Ich seh dich, Junge, das war das Smarteste. Oh Junge. Wie lange hast du noch? Ich bin eigentlich, oder? Hier ist wieder so ein Ding. Wie lange bist du noch genommen? Die Doku hinter dir! Eine Weile, ich weiß nicht, da geht gar nichts runter gerade. Wie du mich ziehst. Ah! Junge, das gibt's doch nicht. Was, wo kommt der jetzt auf einmal her? Das ist doch ein Joke. Hat wer eine Bombe oder irgendwie sowas? Ja, bei mir. Und der Typ hat immer noch überlebt. Nein, wieder nicht in Warte. Gibt's vielleicht irgendein Mittel gegen Benommenheit? Junge, oder so? Der ist immer noch hier.
Oh, finally. Ich bin Schneewittchen. Vielleicht können wir ihn einfach auch töten, oder? Nein, lass mal. Nein, nicht töten. Ich bin doch schon so oft gestorben. Ja, aber besser, du stirbst und kommst dann nochmal, als wenn du da die ganze Zeit. Ich will aber nicht sterben, Micky. Ich bin doch so oft schon gestorben, Micky. Ich will auch nur leben. Ich will meine Familie füttern. Ich will mein Kind und meine Frau einfach nur versorgen. Und ihr wollt mich einfach töten. Also im Moment ist today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Geh weg. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear not going doing anything. Lass mal Rafa töten. Oh nein, nicht töten. Doch. Bitte, ihr könnt mir doch. Könnt ihr mir überhaupt die Augen. Zombie, Leute, bitte. Ja. Ich wurde angegriffen. Ja. Lass ihn sterben. Lass ihn sterben, Mitoku. Wir brauchen der Scientist, damit die dieses Teil droppen. Micky wird mich sterben lassen, dieser Ekelhafte. Nee, geh weg, ich will dich nicht mehr sehen. Du tötest mich! Du tötest mich, du kleiner Wichser! Der Hochverrat, du kleiner Bastard! Der hat mich vergiftet! Ah, oh, warte. Meine Augen schließen sich. Du kleiner, dreckiger Ei! Wer kann jetzt am Bett spawnen und kommt hierher? Ja, ist auch noch von da. Wegen! Guck mal, ich bin Full Zombie! Ich bin 93% Zombie, das war davor nicht so. Ich bin von jetzt auf nachher einfach einer geworden, oder ja, was? Ja, weißt du warum? Weil du auf dem Boden liegst und von 50 Zombie angegriffen wirst. Wundert dich das wirklich? Bei uns in der Base sind in dieser Kiste, in dieser Ding, Heilungstränke. Im Schrank, ja. Wenn ihr mir zuhören würdet, dann wärst du schon längst geheilt. Irgendwo da drin sind welche. Nee. 2 Stück, 1000%. Ja. 1000%. In diesem Schrank. Schau in den Schränken irgendwo durch. Ja, hier ist ein Schrank. Schau halt in allen Boxen durch, Raphael. Ich sehe keine Boxen. In alles, was da drin Storage, ist. Achso, ja, ich hab. Ich kenne dieses Kind. Anon, passt, ich hab. Danke. Ah, da, ich seh's. Ich seh dich auf dem Fallschirm. So, geh mal Anon helfen jetzt. Denn während wir Elmo gesucht haben, hat Anon die ganze Zeit unsere Basis alleine vor Zombies verteidigt. Und obwohl ich mich bei dieser Rettungsaktion extrem cool gefühlt habe, die schlucken ja. Sag ich doch. Was hat der für ein Bulletproof? Glaube ich, hat sie unsere Hilfe gar nicht wirklich gebraucht. Round 2. Dann gehen wir los, oder? Aber ja, let's go. Nehmt Essen und Trinken mit. Jetzt, da wir alle wieder vereint und bewaffnet waren, war es an der Zeit, uns auf den Weg zum mysteriösen Boss zu machen. Also wenn wir gleich die Straße folgen, kommen wir dahin, wo der Boss, also wo wir den spawnen können. Wo bist du hin, Micky? Ich bin neben dir. Ah. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Oh Leute. Nee, ist mal ernsthaft, wo seid ihr jetzt hin? Ich sehe euch gar nicht mehr. Ich renne hier irgendwo hinten rum. Micky, wenn ich auf der Brücke noch bin, dort wo wir waren, wo bist du lang gelaufen? Genau drunter. Oh, hier passiert gerade viel zu viel, hier passiert gerade viel zu viel. Oh mein Gott. Oh, Schmutz, Alter. Achtung, der explodiert, der Fettsack, wa? Wo ist denn der Fettsack? Ja, hier bei mir. Ja. Das hilft uns einfach. Das ist voll nett, ja. Nein, warum greifst du das Ding an? Wo seid ihr? Auf dem höchsten Gebäude bin ich gerade. Oh, ich sehe einen von euch, da oben auf dem Dach. Bin ich. Ah, da bist du, Etoko. Nee, ich sehe Micky. Wer ist neben dir? Ja, direkt neben dir. Oh. Ich crafte gerade. In welchem Gebäude bist du? Ich versuche ihn zu töten. Oh, ich schieße auch drauf. Seid ihr unter der Brücke oder was wieder? Nein, wir sind ganz oben. Ich lauf gerade die Brücke hoch. Achso. Junge, Drecksviech, Alter, mach dich ab. Oh, ich hab ein Dings, ein Treasure Chest. Fire Level 80. Wer ist Level 80 von euch? Ich glaube, ich bin Level 80. Ich nicht. Ja, ich bin Level 81. Welches Ding? Oh, hey. What? Hilfe! Dein Forster! Oh mein Gott, Alter. Oh, wow. Guck mal, was drin war. Ich glaube, ich mach das sogar so, ey. Dann testen wir mal. Sind wir jetzt gleich da? Hier da oben können wir den spawnen. In der Mitte. Umf. Hier ist das Ding, wo man die spawnen kann zum Summon. Wir brauchen 2 Arme, einen Kopf, 2 Beine. Hat jemand das? Ja, jeder Mensch hat 2 Arme, 2 Beine und einen Kopf. Okay.
Ich hatte es genau passend gerade. Müssen wir da hin? Müsste theoretisch nicht. Ich kann von hier aus spawnen, dann kann ich zu euch kommen. Ich tu mal ganz kurz hier mein Inventar ein bisschen aufbauen, okay? Okay. Noch ein letztes Mal Munition und Heilung untereinander aufteilen. Und dann können wir den Boss spawnen. Doch bevor wir überhaupt dazu kamen, wurden wir von einer Zombie-Horde überrannt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hast du den gerade gespawnt? Nein, hab ich nicht. Das kommt gerade eine Zombie-Horde, die ist random gespawnt. Oh mein Gott, guck mal bei euch da vorne. Oh Junge, warte. Ja, ich renn doch schon, Hey Junge. Ja, Junge, die funktioniert bis da hinten hin. Ja, will ich. Ich will ja nicht. Ihr könnt ja hier rüberspringen ans Gebäude. Jetzt muss ich erstmal nach anderen suchen. Ach, da unten sehe ich dich schon. Ach, da oben. Ja, aber wie komme ich hier hoch? Ist da wirklich eine Treppenstufe? Da muss ich jetzt rüber, oder was? Es ist so dunkel, ich erkenne keinen Stück. Du springst ab und dann drückst du den Knopf. Genau. Okay, ah, Leute, okay, alles nachladen. Hast du Raketenmunition? Liegt vor mir auf dem Boden, Elmo. Von Sufi. Ja. Zombie-Horde überstanden. Jetzt erneut Munition aufteilen und dann ist Zeit für den Bosskampf. Oh, ne. Was hast du gemacht? Ich wollte meine Waffe wechseln. Oh mein Gott. Er kommt nicht ja wieder. Was passiert? Da passiert was. Da. Da passiert was. Haltet euch fest. Anschnallen. Einmal bitte anschnallen. Also, ich würde da weggehen. Get ready. Wir sterben jetzt, Alter. Da ist er. Oh. Warum kaputt? Ich find. Ach da. Oh mein Gott. Oh mein. Junge, ich hab grad solche Lags gerade. Ich kann gar nichts machen. Oh. Ei, ich brenne. Oh mein Gott, save, Alter. Macht der Schaden. Ich hab ein bisschen Heilung. Ich brauch Medikits, aber ganz schnell, du. Hier, nimm Medikits, ich hab welche. Oh mein Gott. Junge, ich mach grad, Danke. Ich wurde gewonshottet. Oh, er wird blutet. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Kann man den von hier unten, von den Seiten hier angreifen? Warte, ich hab Zielsucherraketen. Vielleicht hilft das was. Der Chilter. Hat sich entwickelt für den Kopf. Oh nee. Absoluter Müll. Ah. Ja, okay. Oh! Schön war's. Wir sind alle gestorben, oder was? Noch nicht. Almost. Oh, ich werde jetzt aber... Ja, der Boss war einfach ein High-Level-Drache. Ich weiß, nicht so passend für die Zombie-Apokalypse, aber dafür hast du nicht damit gerechnet, oder? Hier, wie wäre es denn mit diesen zwei Videos? Ich weiß, du hast nichts Besseres zu tun. Und du weißt, dass sie dir gefallen werden. Also, I'm leaving.